Im letzten Part hat Marcel Nuvaria City verlassen, nachdem er die Arenaleiterin Viola in einem fairen und spannenden Kampf besiegt hat. Derzeit befindet er sich auf Route 4 und macht sich auf den Weg zur nächsten Stadt und zu neuen Herausforderungen. Wünschen wir ihm dabei viel Vergnügen. Ich mag die Pokémon nicht nur, oh nein, ich liebe sie regelrecht sogar. Oh ja! Ja, dann mach mit ihnen so viel Liebe wie du willst, das ist mir egal, Mareike! Ein Burmi wird von Mareike in den Kampf geschickt und damit Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer neuen Aufnahme von Pokémon X. Und das Burmi geht gleich X mit einem Tackle. Wie ich diese Attacke hasse. Hier kriegst du auch ein Schutzschild. Metterling, setz Schutzschild ein. Ah, du dumme Sau! Mach doch nicht auch Schutzschild! Leck mich! Was? Wieso wehrt er das ab? Alter, nein! Ich hasse dich jetzt schon! Verrecke du! Du musste verreckete! Au, voll auf den rosa Fleck hinter den Pokébällen! So, wir werden ihn weiter tackeln und ihm damit hoffentlich die Spirale auf den Kopf verbiegen. Au, lass das! Los, gib ihm auf die Nein! Weißt du eigentlich, dass ich dich scheiße finde? Haha, es hat nicht gewirkt. Los! Geh zu Boden! Was? Nein! Nein! Ich habe es ganz vergessen! Nein! Jetzt reicht's mir! Los, Taube! Du bist dran! Ich habe es ganz vergessen! Diese blöden Trainer setzen dauernd ihre dämlichen Tränke ein! Los, feg es vom Feld! Alter! Schutzschild ist so eine unglaublich nervige und total überflüssige Attacke! Es bringt doch nichts, du zögerst doch nur... Du machst doch einfach nur eine Runde lang nichts. Mann! Yay, 67, ich bin geflasht. Nein, nicht noch ein Burmi. Ein Burmi-Trainer, ich hasse euch. Ha, da hat er die Taube aber eingeblasen, was? Bitte was? Wer hat das gesagt? Niemand! Go! Go! Bei Taubsi muss ich immer an die Taube von Rob Lucky von One Piece denken, die ihm immer auf die Schulter rumhockt. Honigkönigin, erreicht Level 9! Doomfalter erreicht Level 9! Yay! Nicht mehr lange und die beiden entwickeln sich. Und da ist schon das schwule Burmi, auch wenn es weiblich ist, dann ist es eben ein lesbisches Burmi, denn es ist gleichgeschlechtlich rosa. Tut mir leid, liebe Feministinnen und, keine Ahnung, wie man das andere nennt. Es ist alles böse gemeint. Boom! Feministinnen und Metrosexuelle. Das war's, was ich sagen wollte. Wahnsinn. Gerade mal 4 Minuten und ich laber schon einen Haufen Bullshit. Wow, neuer Rekord. Muss mich sofort im Kalender anmarkern. Ein kleines Kind. Das werden wir gleich zum Heulen bringen. Erstmal den Giftstich einsammeln. Habe ich den Giftstich nicht schon letzten Part eingesammelt und den Trainer letztes Mal platt gemacht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich muss mal den... Oder habe ich vergessen, nochmal zu speichern? Nein. Quatsch, die habe ich nicht platt gemacht. Alter, ich bin schon so zurückgeblieben, dass ich mir Sachen einbilde. Hey, hey, weißt du was? Ich will unbedingt gewinnen. Ja, weißt du was? Da musst du es dir unbedingt verdienen. Knospi! Ein süßes kleines Knospi! Ein Paper Mario Knospi! Yay! Tackle ist kaputt! Nein, lass das. Glaub's ja wohl.
Seit wann ist Knospi so habgierig? Sonst verschenkt es doch immer alles. Los, schenk mal einen Samen, damit ich mir ein Tor in zu den Blütenfeldern züchten kann. Na los. Los, Metterling. Lass dich nicht auslutschen. Mann, Knospi saugt an mir wie eine, ja, vietnamesische Prostituitierte. Das habe ich nicht gesagt. Lass das. Das zögert deinen Tod nur hinaus. Du wirst trotzdem zu Boden gehen. Yeah, Knospi stirbt einen langsamen, qualvollen Tod und endet als Kompost. Och nö, warum hast du mich nicht gewinnen lassen? Weil du es dir verdienen sollst. So, das hätten wir geschafft. War auch keine große Sache, ich meine, kleine Kinder verprügeln, das mache ich im Halbschlaf, also bitte. Na, kommst du wieder mit einem Krebskopf angeschissen, ne? Hey, komm, Krebskopf, hey. Und, was ist ein Krebskopf? Hey. Metterling! Auf dass der Metterling bald erblühen möge. Hört sich gerade irgendwie bescheuert an. Warum wehrt ihr alle meine Stachelspuren ab? Oh! Los, werdet behindert! Puh. Das sieht cool aus. Ja, es greift vor Behinderung nicht an. So, die Behinderung machen wir uns mal zunutze und verspachteln einen Trank. Ja, Metterling erholt sich. Juhu. Boah, und Krebskorb klammert so an uns. Es ist wie so ein Klammeräffchen. Na komm. Boom! Ach du Scheiße. Das hat ja gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Ich greife trotzdem vor dir an. Yay, siehst du? Ah, es kann Verbindung nicht angreifen. Und da ich das letztendlich in die Länge ziehen will, wechsle ich einfach auf ein anderes Pokémon. Los, Frogger! Metterling, komm zurück, du hast gute Dienste geleistet. Und nun ist Frogger an der Reihe, wird die herannahenden Blubberblasen nicht ausweichen wie bei Frogger dem Spiel. Es wird einfach bla bla bla. Ruckzuck hiebe ihn! Naja. Macht ja auch nicht gerade viel Schaden. Aber du machst mir auch nicht viel Schaden. Du bist ja auch behindert. Darüber macht man keine Witze. Doch, ich schon. Und vor Behinderung hat es vergessen, wie man angreift. Das ist sehr schön. Und zum Abschluss werde ich dich aufessen. Hey. Yeah, Mann. Und Metterling erreicht Level 12. Taube erreicht Level 12. Taube erlernt Ruckzuckhieb. Du besiegst Jakob. Ich kenne mich mit Gärtnern aus. Du dafür mit Pokémon. Da hast du ganz schön recht. Oh ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich entwickelt sich Metterling mal bald. Und das tut es jetzt auch. Glückwunsch, dein Metterling wurde zu einem Vivillon. Wuhu. Metterling versucht, Käfertrutz zu erlernen. Ja, was macht das nochmal so? 50, 100, Anwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezialangriff zielt sinkt. Ja. Nein. Du solltest erlernen. Ich wollte, Mann. Vergessen. Habe ich ganz vergessen. Weg mit diesem widerlichen Fahnenschuss. 1, 2 und schwupp. Metterling, bla bla bla. Juhu. Ich danke dir. Danke, Jakob, für deine Hilfe. Ein Netzball. Das freut den Don aber sehr. Quatsch, hier spielt nicht der Don, hier spielt der Marcel. Und
Dich habe ich schon. Und ich habe gerade keinen Hunger auf Honig, also verpiesel dich. Mach's gut. Hoffentlich kommt mal ein neues Pokémon. Ich habe übrigens wegen Pokémon, habe ich überlegt, ob ich mal offscreen zurück in den Nuvana-Wald schleichen soll. So lange suchen, bis ich ein Pikachu finde, das dann aufnehme, wie ich es fange und dann hier wieder weitermache. Ich habe meine Attacken bei der Gartenarbeit perfektioniert und du kriegst sie jetzt zu spüren. Ach, da kommt bestimmt nur ein bisschen Unkraut in mein Gesicht geflattert. Das ist mir wurscht. Unkraut meine ich? Ich meine natürlich Seifenblasenlauge. Ah, solange es nicht ins Auge träufelt, ist es harmlos. Aber ich, nun auf das Pikachu-Thema zurückzukommen, ich hätte gerne ein Pikachu, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Schreib einfach mal in die Kommentare, dann warte ich ein bisschen ab und wenn dann nichts steht, wovon ich mal ausgehe, dann drauf geschießen. Dann werde ich einfach mal kein Pikachu fangen, so wie in Y, im privaten Modus. Und Käfertrutz wird dich jetzt dahin raffen. Hey, ich dachte, wir wären Freunde, hey. Nein, sind wir nicht. Du bist höchstens mein Mittagessen. Du hast ihn besiegt. Du und dein Team, ihr habt wohl auch schon das eine oder andere Schlachtfeld bestellt. Nein, ich habe es verursacht. Ah, jetzt weiß ich, warum mir das so bekannt vorkommt mit dem ganzen Krempel hier. Ja, mit Schlachtfeld, das kommt mir so bekannt vor, weil ich... Ja, da sind sie beiden. Ja, es hat einen tragischen Grund. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich werde es irgendwann vielleicht mal erwähnen. Äther. Yeah. Geil. Na gut, es kommt mir so bekannt vor. Ich werde es mal kurz erzählen, weil ich habe X... Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich jetzt... Uch, das Pokémon habe ich gerade erst im Tausch bekommen. Dann gleich mal ein Kämpfchen wagen. Okay, gerne. Kannst du gerne haben, eine Niederlage. Ein Kämpfchen oder ein Niederlage? Ich weiß nicht. Ich möchte immer noch dein Glurak-Plüschtier haben. Das klaue ich dir gleich. Oho, ein Karpador. Da hast du aber einen guten Tausch gemacht, wenn es sich jetzt schon sofort entwickeln würde. Aber das tut es nicht. Also, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich werde einfach mal tackeln. Ich habe Pokémon X aufgenommen. Gute 2,5 Stunden. Und dann habe ich gemerkt, dass wegen einem Kabelfehler bei meiner ganzen Verkabelung der Ingame-Sound totaler Rotz war und ich die ganze... Warum stirbst du nicht? Ach, es war eben ein Volltreffer bestimmt. Ich habe nicht darauf geachtet. Die ganze Aufnahme war totaler Mist. Die Quali war so scheiße. Der Ton war teilweise gar nicht zu hören. Mal lauter, mal leiser. Und da waren die 2,5 Stunden für den Arsch und ich musste alles nochmal von neu verkabeln. Und habe gesehen, dass ich einen kurzen, klitzekleinen... Oh, Honigkönigin. Und Doomfighter erreichen Level 10. Yay! Da war eine Schnüffelschiff. Heul. Ja, ganz toll. Gib mir dann Plüschglurak. Und die Honigkönigin entwickelt sich. Da habe ich dann gemerkt, dass die Verkabelung ein bisschen Mist war. Und ich konnte alles aufgenommen löschen und nochmal neu anfangen. Das hat mich sehr aufgeregt. Und ich habe erst am nächsten Tag nochmal angefangen aufzunehmen. Es war scheiße. Aber jetzt läuft alles, wie man sieht. Das ist sehr schön. Ja, geil, Mann. Glückwunsch, deine Honigkönigin wurde zu einem Bibor. Wuhu! Honigkönigin erlernt Furienschlag. Ich hasse Attacken, die 2 bis 5 Mal treffen können, weil sie bei mir grundsätzlich nur 2 bis 3 Mal treffen. Nanu, Doomfighter entwickelt sich. Yeah, Mann. Ja, unsere Honigkönigin ist endlich eine Honigkönigin, nämlich eine Biene. Und somit haben wir eins meiner Lieblingsinsekten im Team. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es dauerhaft im Team behalten möchte. Ja! Glückwunsch, dein Doomfighter wurde zu einem Smetbug. Wuhu! Doomfighter erlernt Konfusion. Yeah! Das freut den Marcel aber übelst hart. So, da wollen wir noch mal kurz was schauen. Wir wollen mal kurz gucken, wegen... Ne, du weißt schon. Upsa, nein. Wo haben wir es? Käfertrutz kommt nach da. Der Rest kann so bleiben. Da haben wir schon alles sortiert. Oh, wie ich Furienschlag hasse. Und dann 85. Alter, das bleibt schön da unten. Das bleibt erstmal alles so. Das kommt nach da. Das kommt nach da. Nein, das kommt so.
dann hat sich das so, wie ich es haben möchte. Und deine super Konfusion kommt nach Oban. Und der Rest kann so bleiben. Sehr schön. So, dann backen wir mal den Doomfalter nach oben an die Front. Die Honigkönigin kommt dahin. So. Und mach den dicken Klops kaputt. Du liebst dein Pokémon-Team, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Oh ja, ich habe es sehr lieb, da hast du recht. Aber dein Kind mag dich wahrscheinlich nicht. Oh, I beat you. Los, Doomfalter. Konfusioniere ihn in die andere Welt. Kataboom. Und es hat überlebt. Oh nein, es schleimt sich bei uns ein. Bitte tu das nicht. Los. Nein. Ja, verdammte Scheiße. Noch einmal konfusioniere ihn. Ja, konfusioniere ihn. Habe überlegt, ob ich ihn tackeln soll, aber hinterher bin ich paralysiert wegen Statik oder so eine Scheiße und das möchte ich nicht. Ich möchte lieber Peach ohne Kontakt abmurksen. Und was kommt? Natürlich ein Pikachu, welches ich ihr noch nicht gefangen habe. Mann, ich könnte heulen. Ach, es ist so süß, wie es so macht. Wir sind jetzt Kameraden. Trotzdem werde ich dich ausschalten mit Konfusion. Verdammt, du hältst viel aus. Du kleine Maus. Ah, auf zu brüllen, auch wenn das so süß aussieht. Und natürlich bist du noch nicht tot. Das mache ich jetzt einfach mal. Nein, es pimmelt uns. Igitt. Da kann ich mich ja kaum noch verteidigen. Ja, es geht zu Boden, ohne uns zu behinderisieren. Frogger erreicht Level 16. Ja! Ja, oh ja, wie geil! Oh ja! Nanu, Frogger entwickelt sich. Mann, heute ist der Part der Entwicklungen. Das ist superst. Oh yeah, Mann. Glückwunsch, dein Frogger wurde zu einem Amphysel. Oh, wuhuu. Oh, das hat so eine coole Körperhaltung. Ja, richtig, boah. Der perfekte Ninja. Wuhuu, ich freue mich. Schauen wir mal. Na, ihr? Sag mal, ist dir das Pokémon Flabbebe ein Begriff? Dir ist also noch keins über den Weg gelaufen? Dann freu dich schon mal darauf. Dieses Flabbebe gehört... Halt dich fest! Ich halte mich fest am Stuhl! Lege den DS zur Seite ganz vorsichtig und sacht. Und halte mich am zweiten Stuhl, an der zweiten Stuhl fest. Und fange an zu zittern. Jetzt habe ich den DS und zocke weiter. Dem Typen Fern! Wow! Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterschieden wird. Das bedeutet natürlich, dass mir die Bitch einfach ins Wort fällt. Alles, was über die Wechselwirkung zwischen den Typen zu wissen glaubten, auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb haben wir auf Wunsch von Professor Platan Pokémon vom Typ Fee gegen Pokémon diverse andere Typen antreten lassen. Ich heiße Sina, ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Bitch, please! Ich bin Dexio. Vor 2 Jahren hat mir Professor Platan ein Pokémon samt Pokédex anvertraut. Man könnte also sagen, ich bin in der gleichen Situation wie du, nur dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Vielleicht im Pokémon X, aber nicht im Real Life, mein Freund. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Nicht? Warum denn so schüchtern? Naja, sag einfach Bescheid, wenn du es dir anders überlegen solltest. Das Blöde ist, wir müssen mit der Alten rumrennen, da habe ich keinen Bock drauf. Was sagst du? Ja, komm, mach. Ja. Mann. Oh, ich habe ganz vergessen, dass wir doch nicht automatisch hinterher laufen. Ja. So schnell kann es kommen, wenn man zurückgeblieben ist.
Gut, sie quatschen uns noch nicht an. Illumina City ist die größte Stadt in Carlos. Ich habe noch längst nicht alle Ecken und Winkel dieser Metropole erkundet. Nein, 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 nein! Navi, verstehst du? Navi, verstehst du dich mit Smetbo? Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Bitte sehr, die TM-Rückkehr. Diese Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, das diese Attacke anwendet. Yay, Master, er hat das Item TM-27 Rückkehr und wird sie niemals benutzen. Jesus, dieses Tores liegt in Lumina City. Komm schon, worauf wartest du? Auf geht's! Willkommen in Lumina City, der Stadt der Lichter. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part, meine kleinen Makaronis. Ich werde darauf achten, dass ich nicht immer so überlange, lange Parts produziere, wie am Anfang. Knackige 20 bis 21 reicht völlig. In dem Sinne, Avrideachi, und wir sehen uns gleich morgen im nächsten Part wieder. Tüdelühü!